Leute, willkommen zurück zu Crastorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und wir sind hier oben bei unserer Ölverarbeitung, denn ich habe ich ein Auto? Habe ich kein Auto? Ich habe ein Auto, aber da sehen wir, wir brauchen Kraftstoff, das läuft nicht mit Kohle. Und ich habe hier eine Raffinerie. Und da haben wir verschiedene Varianten, wie wir Kraftstoff herstellen. Und ich denke, das Einfachste ist aus Leichtöl. Und wenn wir schon hier oben sind, dann können wir vielleicht auch ein bisschen Festbrennstoff herstellen. So dass, wenn wir den brauchen, dass wir den haben. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Sofern uns die Rohre reichen, was sie natürlich nicht tun. Schließen wir doch einfach mal das so an, die Kiste hier hin. Da brauchen wir nicht allzu viel. Und dann haben wir unseren ersten Kraftstoff. Und können mit dem Auto unterwegs gehen. Nun, das eigentliche Ziel der heutigen Folge ist aber Bauroboter, die mich bei der täglichen Arbeit unterstützen können. Und dafür brauchen wir einiges, was wir momentan wegen Mangel an Planprozessoreinheiten sind. Immer noch nicht durch. Und da oben scheinen wir einen Stau zu haben. Das könnte Grund sein für unsere fehlenden Prozessoreinheiten, denn die seltenen Metalle, die kommen da nirgends an. Und was wir hier brauchen, ein Signal da. Denn dann wird die Hauptlinie nicht blockiert von dem Zug, der hier auf dem Bahnhof steht. Genau. Okay. Was wir aber brauchen, ist sicher eine modulare Rüstung. Und ich habe nur eine leichte Rüstung. Das heißt, wir brauchen dazu erstmal eine schwere Rüstung. Dann brauchen wir Solarpanel, Batterien, Roboport. Nachtsichtgerät,
damit ihr in der Nacht auch etwas mehr seht. Und dann müssen wir schauen, was wir überhaupt noch an Platz frei haben in unserer Rüstung. Aber zuerst brauchen wir sowieso mal die blauen Prozessoreinheiten. Und für nächste Folge können wir dann ja schon mal die Technologiekarten forschen, die Technologiekarten für Produktion und die Technologiekarten für Zubehör. Und nun heißt es ein bisschen warten, bis wir die würde natürlich helfen, Strom so anzuschließen, dass wir das auf der gegenüberliegenden Seite haben. Wie gesagt, nun heißt es warten, bis wir die nötigen blauen Prozessoreinheiten haben, und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal das Zeugs bauen, welches keine blauen Prozessoreinheiten benötigt. Da kommen die ersten seltenen Metalle. Und wir sollten bald die ersten blauen Prozessoreinheiten haben. Aber die ersten 40, die greifen wir uns dann gleich vom Band, damit wir die Rüstung bauen können. Und die Forschung für die zwei Technologiekarten ist auch durch. Aber das Bauen der neuen Karten, das machen wir erst nächstes Mal. Nun, es ist etwas warten, bis ich die 40 Karten habe, und dann können wir so uns richtig zurücklehnen. Was ich mir gebaut habe, ist ein großes tragbares Solarpanel, ein großer persönlicher Akku, zweite Generation, ein Robopod, ein Nachtsichtgerät. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß das Ausrüstungsgitter ist, ob da noch was Platz hat, weil dann würde ich wahrscheinlich noch einen tragbaren Generator mit reinpacken. Fließband, Immunität, Laufgeschwindigkeit wäre schön, aber das frisst ziemlich viel Energie, welche ich denke, ich habe momentan nicht. Dann bauen wir die und Schaltkreise, die kommen hier ran. Dann haben wir die nämlich auch auf unserem Bus. Gut. Wie sieht's denn aus? Okay. Ich denke, zwei Generatoren, das liegt drin. Vielleicht ein zweiter Robopod, damit ich etwas mehr, Roboter haben kann. Und dann werden wir auch Roboter brauchen. Dafür brauchen wir ein paar Frames. Und die Roboter 20 Stück.
Das sollte ausreichen. Die sind etwas auf der großen Seite. Das heißt, das da wird ein kleiner hat noch Platz, ja. Und dann brauchen wir etwas mehr Kohle. Nachtsicht. Etwas mit Grünton, so wie es sich gehört. Die seltenen Metalle, die brauche ich eigentlich nicht in der Tasche, denke ich. Farbe verwechselt. Gut. Machen wir hier einen zweiten Roboterport rein. Und ich denke, Fließbandimmunität können wir auch reinpacken, wenn ich mir hier den nötigen Stahl dazu nehme. Gehört das rein. Sehr schön. Dann kann das Lotterleben ja losgehen. Ab jetzt nur noch Blaupausen platzieren. Wir können gegen alles fahren. Unsere Roboter werden das dann schon reparieren. Das Band ist bereits vollgelaufen. Und die Roboter bauen die leeren, die inaktiven Förderer auch gleich zurück. Das gefällt mir. Dieses Steinfeld, wir haben das Steinfeld, wir haben alle Materialien bis auf Kohle. Hier hinten wird angeliefert. Das heißt, nächstes Mal können wir uns wirklich schön um die neuen Technologiekarten kümmern und dann der nächste Schritt ist wahrscheinlich effektiv da mal Richtung Uranabbau und Uranverarbeitung zu gehen, so dass wir von unserem Kohlekraftwerk wegkommen und energietechnisch etwas flexibler werden. Aber ich denke, ich belasse es für heute hierbei.
definitiv eine kürzere Folge. Aber ich möchte noch nicht mit den Technologiekarten beginnen, denn das ist definitiv eine Sache, die mehr Zeit beansprucht als ein paar Minuten. Drum wartet das. Bis zum nächsten Mal. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Lasst mir doch einen Like da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.